Willkommen in der Wolkenwelt. Ich muss so kurz nachdenken, weil ich höre immer noch diese Waldweltmusik, aber es ist halt die Wolkenwelt. Willkommen to the Skyward. Okay, die Musik ist zwar entspannt, aber sei auf Bereitschaft, was für komische Gegner wohl hier unterwegs sind. Oh mein Gott, das sind Shy Guys. Fliegende Shy Guys, warte mal. Okay, ich meine, es gibt ja Fly Guys, aber ihr wisst schon, das sind eigentlich Shy Guys mit Propellern, aber Shy Guy mit Flügel, das ist neu. Ja. Ich meine, in Super Mario World selbst gab es keine Wolkenwelt. Moment, ich mach mal hier ein Safe Set natürlich. Kann ich es mir auch hier verbauen und einfach Pech haben? Wahrscheinlich schon. Sagen wir, ich habe jetzt kein Fliegen. Dann endet es hier. Da kann ich ja wirklich mit den Steinen das sehr kaputt machen. Das finde ich Leveldesign-mäßig fragwürdig. Ich würde zumindest ein paar Blöcke so designen, dass die, ihr wisst schon, diese festen Blöcke da sind, dann, wenn man drauf drückt. Hier haben wir ein schwebendes One-Up. Das sieht interessant aus, dass es einfach so in der Luft schwebt. Kommt man da irgendwie dran? Ja, irgendwie schon, ne? Zack. Okay. Finde ich ungewöhnlich, dass es schwebt. Moment, wisst ihr was? Wir kürzen mal hier kurz ab, okay? Zumindest bis hierhin. Ja, das ist teilweise Super Mario Bros. 2 Grafik. Natürlich auch Gegner. Yoshi ist einfach unsichtbar teilweise, weil hier so viele Bomben auf dem Bildschirm sind. Aber hey, man tut halt, was man kann. Es ist ein sehr alter Hack. Ich meine, ich habe es jetzt schon 100-mal gesagt. Ach komm, warum nicht? Ich glaube, eine habe ich liegen lassen, aber zum Glück muss ich hier keine Yoshi-Münzen sammeln. Aber ich glaube auch wirklich, wow, wie ich mich auch immer noch hier umbringen konnte, das war nicht mal beabsichtigt. Aber ich würde trotzdem mal aus Interesse gerne gucken, dass hier nichts ist. Okay, so, Entschuldigung, können wir jetzt einfach mal ins Ziel gehen und das mal hinter uns lassen? Solche Features wie sammel Yoshi-Coins, um was weiß ich, Level freizuschalten oder sowas, ist ja auch mehr so ein Ding für neue Hacks. Also ein Hack, der so alt ist, der hat, glaube ich, solche Sachen gar nicht, weil das muss ja alles selber geskriptet werden. So, jetzt haben wir ein Secret Exit, ich freue mich. Oh, Yoshi's Island Hintergrundgrafik. Schön, schön, schön. Oh, okay. So, wir haben keinen Boden. Wir haben eigentlich nur unsere Wolke hier. Und, na gut, jetzt kommt hier doch ein bisschen Boden. Ist natürlich eine kleine Herausforderung, hier was zu finden. Wisst ihr was, den Yoshi lasse ich jetzt einfach mal, weil, ganz ehrlich, ich glaube, hier komme ich eh besser damit klar, mit dem Cape zu arbeiten, mehr. Wir haben auch gar nicht mal so viel Zeit in diesem Level. Also, da müssen wir mal verstärkt gucken. Ich weiß gar nicht, ob diese Wolke ablaufen kann. Weil normalerweise, ne, ihr wisst schon, haut ein Lucky to, dann kriegt man seine Wolke und die hält dann ein paar Sekunden. Aber ich glaube, wenn man die Wolke so bekommt, vom Level selber geschenkt quasi, dann gilt dieses Limit gar nicht. So, ich werde jetzt einfach mal die Blöcke hier kaputt machen, um zu gucken, ob in irgendeinem von denen vielleicht ein Schlüssel drin ist. Das könnte ja sein. Kostet mich nur leider viel Zeit, das auszuprobieren. Okay, ich dachte eigentlich, Mario schmeißt die Koopa Shell hoch auf den Chuck, aber irgendwie hat das überhaupt nicht geklappt. Egal. Ein Cape haben wir ja noch. So. Zeit wird knapp. Ihr seht's, ihr hört es. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir hier machen. Weil das Blöde ist, das Suchen kostet mich natürlich auch Zeit. Okay, nicht schlimm. Ich rewind gleich. Ich wollte nur nochmal die Röhren abchecken. So, Moment. Jetzt machen wir mal so. Versuchen uns ein paar Sekunden zurückzuholen, weil das kann auch sein, dass ich am Ende gar keins der beiden Exits kriege, weil ich halt zu viel trödele in dem Sinne. Wow, scheiße, der lebt ja noch. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach nur noch hier lebend rauszukommen. Und dann gehen wir gleich nochmal rein. Dann suchen wir nochmal. Ich dachte, die Gegner sterben, wenn man dagegen knallt. Aber scheinbar nicht, wenn es halt diese... Ach, okay, ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Okay. Ich mache mal ein Safe State hier hin. Und dann gehe ich mal... Irgendwas ist hier da unten. Ihr seht es ja vielleicht. Ja, ich muss wahrscheinlich... Okay. Lass uns erstmal das Level beenden. Ja, weil ich glaube, es schon gefunden zu haben. Wenn wir Pech haben, ist da aber nur das Schlüsselloch ohne Schlüssel. Aber wir können uns ja schon sehr sicher sein, dass im ersten Teil des Levels gar nichts ist. Von daher
können wir das jetzt sehr getrost auch skippen. Ja, danke. Man darf am Anfang nichts drücken. Sonst, wenn man da schon nach rechts zieht, dann war's das. Ja, okay, komm. Das Level ist natürlich auch ziemlich anfällig für Slowdowns, weil hier auch wieder mal viele Gegner sind. Ja, ich habe jetzt mal die Feuerblume da liegen lassen, aber ganz ehrlich, ich werde um jeden Preis versuchen, die Escape zu behalten. Das macht das Spiel halt 100-mal angenehmer zu spielen. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht sehr viele Gedanken gemacht, wie dieser Hack denn sein könnte, bevor ich ihn jetzt gespielt habe. Aber zumindest habe ich mir vorgestellt, er würde einfacher sein. Ich dachte, der wäre so, ne, so auf ein bisschen auf so einer Ebene wie Super Mario World selber mit der Schwierigkeit. So ein bisschen ein neues Mario World Abenteuer oder irgendwie sowas. Aber nein, dieses Spiel ist da schwer. Das ist sehr, sehr schwer. So, bitte, ich brauche eine Koopa Shell. Ich brauche eine Koopa Shell oder... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht brauche ich einfach nur ein Cape. Es ist sehr wichtig, ein Cape immer bereit zu haben. Ein Itemhaus. Da bin ich immer am meisten gespannt, was das extra Item da ist. Eine Cooper Shell diesmal. Okay, ironischerweise hätte ich eine Cooper Shell ja gebraucht. Theoretisch, um das Secret Exit gerade zu kriegen. Aber ich kann das Secret Exit ja nur kriegen, indem ich das, ne, ohne dieses Itemhaus hier mache. Ja, aber okay, merken wir uns mal, dass es das gibt und gehen ins nächste Level. Natürlich auch mit Secret Exit, was denn auch sonst. Die Spiel ist vollgeballert mit geheimen Ausgängen. Können schon mal nach links laufen hier, interessanterweise. Wo gar nichts ist? Ich weiß nicht, irgendwie komisch. Okay, nichts sieht anders aus. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich fliege nicht hoch genug. Whoop, die Macht der Rewinds. Okay. Yoshi muss leider da bleiben. Das Gute ist, guck mal, wir haben das Secret Exit schon gefunden. Ging schnell. Muss einfach nur einmal komplett nach links fliegen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu hoch fliege, weil jetzt... Nee, okay, ich sehe, wo ich landen muss. Zack, zack, vielen Dank, gute Nacht. Geschafft. So, das führt uns zum Schloss, aber das machen wir natürlich erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Ist ja wohl klar. Erstmal die ganzen anderen Level. Okay. Also diese Shy Guys funktionieren natürlich nicht original wie in Mario Bros. 2, dass man die irgendwie aufheben muss oder sowas. Ne, ihr wisst schon drauf. Dass wenn ich einfach auf die drauf springe, dass die fröhlich weiterlaufen. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen schwer zu skripten gewesen. Aber um fair zu sein, in späteren Mario-Spielen funktionieren die Shy Guys auch nicht mehr so wie in Mario Bros. 2 damals. Na, ihr wisst schon, dieses Wurfprinzip, wollte ich sagen. Wofür brauche ich denn den jetzt? Ich drücke ihn einfach mal hier. Da, guck mal, das spawnt eine Plattform. Nur für mich. Ne, ich meine, keine Ahnung, in welchen Spielen kam die denn noch vor? Also, die kam mir sehr viel in Yoshi-Spielen dann tatsächlich vor. Noch mehr als im Mario-Spielen, dieser Scheißgeist. Und da war das ja nie, dass man die aufheben musste. Ich meine, Yoshi schon erst recht nicht. Sonst kann ich mich jetzt gar nicht mehr konkret an Mario-Spiele erinnern. Ich skip das mal hier, okay. Wo jetzt Scheißgeist waren. Ich meine, es gibt viele Mario World Hacks, aber auch New Super Mario Brothers Hacks, wo Shy Guys vorkommen. Aber jetzt so ein OG Nintendo Mario Spiel gibt's. Aber mir fällt's gerade nicht ein. Fällt's gerade irgendwie nicht ein. Gibt's auch Shy Guys, aber da, ne, springt man einfach drauf und dann sind die kaputt. So wie Goombas oder so halt auch. Aber ein Luftschiff. Aber kein autoscrollendes Luftschiff. Naja, aber zu den Shy Guys, ich weiß ja nicht. Also, es geht ja nicht nur um die Shy Guys. Das gesamte Spielprinzip von Mario Bros. 2 war einfach grundlegend komplett anders als der Rest der ganzen Mario-Reihe. Von daher ist es auch schwer, das Feature bei dem Hauptgegner, sag ich mal, von Mario Bros. 2 beizubehalten. Also, wie wär's mit Nein, danke. Shy Guys waren ja die häufigsten Gegner in Mario Bros. 2 und waren ja so gesehen die Version des Spiels von Goombas oder sowas. Auch in, ne, Sachen Häufigkeit und sowas. Dafür hatte Mario Bros. 2 keine Goombas oder Koopas oder sonst was, weil es halt, ihr kennt die Geschichte, in einer Traumwelt stattgefunden hat, was aber ursprünglich mal ein
Nicht-Mario-Spiel gewesen ist und die dann Mario draufgeklatscht haben in der... Okay, vielleicht sollte ich da nicht hochspringen. Ey, wie ich hier verarscht worden bin. Okay, ich glitsch mich wieder runter. Also es ist schon ganz cool gemacht mit dem Vordergrund hier. Ne? Aber das, also... Ah, das war ja... Hä? Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich so halb. Warte mal, war der eben auch schon gelb? Oder war der nicht grün? Ach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Der Videobeweis wird es liefern. Ha! Wie? Ich habe H gesagt. Weil ich dachte, ich mache ja was sehr Schlaues, okay? Da komme ich nicht hoch für das One-Up, aber wisst ihr was? Es ist mir auch egal. Also das Spiel ist so schon stressig genug und ich muss zugeben, ich spiele jetzt gerade auch nicht wirklich sehr, sehr gut. Also, ne, ich kack irgendwie schon an jeden zweiten Gegner ab, der hier irgendwie unterwegs ist. Aber vielleicht habe ich auch einfach eine zu entspannte Spielweise, weil ich einfach weiß, dass ich mit Save State spiele. Aber ich mache jetzt nicht wieder dieses Fass ohne Boden auf, die Debatte, warum man mit Save States, warum man nicht mit Save State spielen sollte. Das diskutiere ich gefühlt in jedem Hack, wo ich Save States nutze und das ist ungefähr jeder zweite. Und es ist halt, wie es ist. Also für unsere gemeinsame... Ach du Scheiße, ich hätte dahin gemusst und hätte noch einen P-Switch mitnehmen müssen. Wo ist der denn? Da oben. Oder was? Nein, ich behalte mein Cape. Wo spawnt ihr denn auch immer? Okay, komm schon. Nein. Aber irgendwie muss ich doch da hoch können, oder? Oder ist es doch nicht da? Ein Augenblick, okay? So, jetzt! Nein, das war schon... Nee, das ist es nicht. Okay, dann vermutlich doch erstmal hier rein und dann nach links oder so. Weil, ne, ihr habt ja gesehen, als ich in die Röhre gegangen bin, da war ja irgendwas über mir. Aber vermutlich, ich hab dich doch eindeutig weggespinjumpt. Verarsch mich hier nicht. So. So, okay, ich habe hier schon genug Probleme. Da müssen die Gegner jetzt nicht noch den hier mit mir machen. So. Ich muss wahrscheinlich erstmal hier rein, den P-Switch mitnehmen, den P-Switch mit auf die andere Seite bringen. Da ist es nämlich. Boah, kann ich nicht irgendwie von... Okay. Aha, es war aber schon was Geplantes hier. Das ist hier kein Übersehen vom Hackersteller. Das ist hier ein kleines Bonus-Ding. Aber ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie mal einfach durch den Boden mal kurz durch darf. Wisst ihr, dass ich jetzt nicht nochmal den ganzen Weg daher rennen muss? Weil das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Aber gut, was will man machen? Ne? Geschenk gibt es hier nichts. Ja, aber wie gesagt, ich bin erstaunt, wie anspruchsvoll dieser Hack ist. In Sachen Schwierigkeit und sowas. Also, ne, ich habe ja... Ich dachte eigentlich, weil alles, was ich von Super Demo World... The Legend Continues gespielt habe, war ja so diese erste Welt. Und dann halt dieses eine krasse erste Wüstenlevel da, ne, was da so mit diesen Secret Exit und so voll reinschaust. So, und ich dachte, was Schwierigkeit angeht, geht es nicht weiter als das. Also heißt ja, die erste Welt ist ja auch deutlich entspannter und auch gut machbar ohne Save States und alles, ne, also hält sich ja auch auf so Mario Brothers oder Mario World, wollte ich sagen, Schwierigkeitsniveau, aber dann, ne, kommt jetzt eine krasse Level. Aber ich dachte mir, das ist so ein Außenseiter, wie nennt man das, so ein Ausreißer, so ein einzelnes Level, so ein Ausrutscher quasi, was so einmalig so voll schwer wird und der Rest hält sich dann wieder im normalen Bereich. Aber nein, der Hack bleibt einfach so schwer, das ist schon krass.